Willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Tomb Raider Mists of Avalon im verlorenen Reich. Ich weiß ganz genau, warum dieses Reich verloren ist und da kein Mensch mehr hingeht. Ja, ich bin gerade nicht begeistert davon, dass wir diese Stelle spielen müssen. Aber die Diamanten funkeln schön. Ja, dann haltet ihr euch mal im Blick, die Diamanten. Stellt euch sie ganz, ganz deutlich vor euren Augen vor. Und kommt nicht mehr von diesem Anblick der Diamanten ab. Ja, Leute, das ist doch echt krass, oder? Was uns hier für ein Schicksal ereilt. Das ist echt übel. Und wir müssen jetzt eine Lösung dafür finden, zusammen. Vielleicht hier oben irgendwie raus. Weil wir können, glaube ich, nicht mehr daran vorbeilaufen. Das, die Frage ist jetzt, wie kommen wir hier raus? Können wir vielleicht irgendwo... Ach ja, hier kommen wir raus. Ja, wunderbar. Aber ich höre schon wieder Spinnen krabbeln. Aber ich sehe keine. Okay, das ist schon mal gut. Wir sind an dieser Höhle vorbei, in die Lara reingezogen wird. Von der Spinne und dann in einem Teufelsschlund verschlungen wird. Ach, die Vorstellung ist so schrecklich. Ich will jetzt hier raus. So, wo ist der Ausweg? Wir sind Lara, holt uns hier raus. Aber wie? Wo kommt man hier raus? Ach ja, doch. Wir haben ja hier diesen Rückweg. Da kann man das nämlich umgehen. Diese Stelle mit der Spinne. Und schau Bella sagen. Spinnenhölle. War nicht schön, hier gewesen zu sein. Aber Atmosphäre, muss ich sagen, an dieser Stelle von Tytech. Eine absolute 10 von 10. Auch wenn ich es absolut schrecklich fand. Genau das sollte es ja auslösen im Spieler. Das hat Tytech bei mir wirklich geschafft. Wenn man es so will, ist es auch eine 12 von 10. Also das hat sie wirklich gut gemacht, die Stimmung hier rüberzubringen. So, aber jetzt lang genug der Lobesrede. Wir verlassen jetzt diese Spinneshölle. Ja, ihr merkt schon, ich bin fix und fertig. Nichts wie raus hier. Ich hoffe, da seid ihr alle mit einverstanden und freut euch auch wieder, hier in eine etwas schönere Umgebung zu kommen. Wiefern man hier generell von schön sprechen kann. So, wir setzen jetzt den Schlüssel ein und hoffen, dass wir jetzt auch mit einem Secret dafür belohnt werden, dass wir diese schreckliche Stelle auf uns genommen haben. Der Emerald Key. Also es sind doch Smaragde gewesen in dieser Höhle. Smaragd. Eine Smaragdhöhle, die von Riesenspinnen beschützt wurde. Das machen wir jetzt nicht. Jetzt im direkten Vergleich zu Tomb Raider 1 sehen die Fledermäuse hier schon realistischer aus und besser. Aber das ist ja klar, das ist ja hier was ganz anderes. So, gehen wir einmal ins Wasser. Hier geht sogar tief rein. Liegen tote Fledermäuse drin, das war aber zu erwarten, nachdem wir sie abgeknallt haben. Aber mehr ist hier im Wasser nicht zu finden, ne? Also mehr sowieso nicht, je nachdem, wie man es sieht. Ich würde jetzt gerne ans Meer, nach dem, was wir hier gerade erlebt haben, mit den Spinnen in der Hölle. Mir ist gerade das Spiel abgeschmiert schon wieder. Aber ich bin wieder da und ich hoffe, dass es weiter aufnimmt, tatsächlich. Ich hoffe es sehr. Ansonsten haben wir ein Problem, ich darf alles nochmal spielen. Aber wir machen jetzt weiter. Ich habe gerade nicht viele Tasten gedrückt, also ich weiß nicht, warum das gerade abgestürzt ist. Aber egal. Es war kurz nach dem Hallo, als das Spiel abgestürzt ist. Auch das wollen wir jetzt nicht weiter vertiefen. Der Wendler ist nämlich nicht besser als diese Spinnenhölle. Und das Lied sowieso. Jetzt habe ich doch eine Wertung zum Lied abgegeben. Das wollte ich eigentlich lassen, das zu werten, wie ich diesen Song finde. Weil Musik ist einfach Geschmackssache. Aber für mich persönlich ist es wirklich nicht viel besser als die Spinnenhölle, die wir vorhin erlebt haben. So, wir sind auf der Brücke. Die besagte Brücke, wo ich die ganze Zeit hin wollte, um an das Secret zu kommen. Das heißt, wir probieren jetzt meine Theorie von vorher nochmal aufzugreifen, um an das Secret zu kommen.
Ich glaube, dass man tatsächlich hier weiterkommt, wenn man sich jetzt hier weiter hocharbeitet. Ich glaube, das sollte das Ziel sein. Mein Ziel ist es aber jetzt, einen kleinen Exkurs zu machen. Ich weiß nicht, wie weit Lara hier gehen kann. Das geht. So. Und ich glaube, das kriegen wir nämlich auch hin. Wenn wir nämlich jetzt hier hinspringen und uns da lang arbeiten, das haben wir uns ja in der letzten Folge schon gut vorbereitet, indem wir uns das mit den Binoculars angeschaut haben. Dann kommen wir doch zum Secret hin, oder? Oh Leute, das wäre mega. Das wäre so mega. Ja, das sieht doch echt gut aus, Leute. Ich glaube, wir kommen da jetzt hin. Jetzt rutschen wir einmal ab, aber ich glaube, der Weg ist gut. Ja, wir können nämlich jetzt auf die Ecke springen. Ich habe jetzt einen Sabatu-Secret-Blick drauf. Ich habe nämlich das verlorene Tal schon gespielt. Ich weiß nicht, wie weit wir dann mit diesen Folgen hier schon sind. Aber da sind die Secrets im verlorenen Tal vor allem so krass schwer zu finden, dass ich jetzt hier natürlich auf sowas vorbereitet bin. Und habe meinen Secret-Blick hier ein bisschen noch professionalisiert, kann man das sagen? Ja, Leute, wir haben es professionalisiert, weil wir sind da am Secret. Das war das, was ich erreichen wollte. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Und wir haben das einzige Secret, was wir in diesem Level zu finden haben, an dieser Stelle gefunden und in der Tasche. Das ist doch mega. Sehr gut. Da freue ich mich richtig drüber. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter nach oben. Wieder bei die Brücke da, wo wir gerade weiter wollten. Wo die Brücke einen eigentlich hinführt, wenn man keinen Exkurs macht. Zum Secret. So, dann nochmal hier durch. Die schöne große Stahltür, die auch einen sehr schönen Mechanismus übrigens hat, einen tollen Schließmechanismus, der so ein bisschen mich auch an Tomb Raider 1 erinnert in St. Francis Folly. Wenn man dann diese vier Schlüssel der griechischen Gottheiten gefunden und eingesetzt hat. Da geht ja auch immer so ein Siegel weg und dann geht die Tür am Ende auf. Und da waren auch so drei Stück, die gingen aber alle mit einem Schlüssel öffnen. Wir mussten hier keine drei in der Spinnenhölle suchen. Das ist ja schon mal gut. So, wir speichern jetzt hier mal, weil das ist wieder so ein bisschen gefährlich, wenn man schnell abrutscht und runterfällt. Siehe da. Und jetzt müssen wir doch hier irgendwo hochkommen, oder? Ach ja. Aber es geht wahrscheinlich auch in die... Ja, eher die andere Richtung tatsächlich. Jawohl. Supi. Und da jetzt rüber. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Darüber zu springen. Jawohl. Und ich höre schon wieder die Spinnen. Also diese Hintergrundgeräusche, wo es so krabbelt. Da merke ich sofort in meinem Genick irgendwie, wie sich da was zusammenzieht. Das ist echt schlimm. Ich wünsche mir gerade echt so ein bisschen Laras Anwesen zurück. Das war so ein schönes Level. Und jetzt das hier. Also was Lara Schreckliches unter ihrem Anwesen hat, ist nicht auszumalen. Aber ich hoffe ja mal, dass wir nach, wenn wir nach Avalon kommen, dass es umso schöner dann wird. Dass sich diese Schreckensreise hier auch gelohnt hat und sich auszahlt. Es ist echt ein Höllentrip hier. So, wo müssen wir jetzt hin? Ach, da drüber. Darüber, okay. Weil von hier kommen wir nämlich nicht weiter, wenn ich das richtig sehe. Deswegen springen wir da gerade mal wieder zurück. Und mal hier lang. So. Ach ja. Ach, das geht. Okay, wir speichern mal zwischen. Ich dachte, wir sind zu schlecht gesprungen. Aber hier kommen wir sogar lang. Ich hoffe, dass es was bringt. Weil hier ist ja jetzt eine Schräge. Oder sind wir doch schlecht gesprungen? Wir haben halt Glück, dass wir hier stehen können. Ich lade nochmal eins drüber. Also wir versuchen jetzt mal so weit zu springen wie möglich. Oder vielleicht sogar da hoch. Geht das? Nee, das geht nicht.
Aber doch, hier kann man noch stehen. Ich hoffe, das war jetzt richtig, weil jetzt habe ich voll drüber gespeichert. Aber ich glaube, dass das richtig ist. Und dann können wir nämlich da hoch. Jawohl. Und zack, oben sind wir. Gut, ja genau, da wollte ich eigentlich hin. Müssen wir jetzt aber nicht mehr. Jetzt können wir hier weiter. Und da hoch. Und jetzt kommt die nächste Spinnenhölle oder was? Ich hoffe es nicht. Titec, untersteh dich. Lass es einfach sein. Wehe, da kommt nochmal eine Spinne um die Ecke. Dann rast ich aus. Aber das wäre jetzt ausgelutscht. Das war keine Spinne, aber immerhin ein Brocken, der mich erschreckt hat. Aber lieber so ein Brocken als ein Spinnenbrocken. So, hier geht's jetzt runter. Spieße. Ja, super. Das war ja gemein. So geht's aber. So kann man es austricksen. Wo kam die eigentlich her, die Kugel? Wahrscheinlich von da oben irgendwo. Ja, ja, aus dem Loch da oben. Ja, da denkt Hightech schon mit, dass es auch Sinn macht, wo so Sachen herkommen. Kommen nicht einfach so aus dem Nichts gespawnt. Kennt man ja auch aus manchen Custom Levels, aber da hat Hightech sich wirklich Gedanken gemacht, macht es Sinn, dass das irgendwo herkommen kann. Die Frage ist jetzt, oh, da brauchen wir jetzt einen krassen Bananensprung, um darüber zu kommen, wenn ich das richtig sehe. Aber es klappt. So. Das heißt, Spieße haben wir auch überquert. Weiter geht's. Hier wird's wieder sehr dunkel. Und allein diese Höhlengänge, die machen so viel Arbeit zu bauen, glaube ich. Das ist echt krass. Deswegen saugt das in euch auf, Leute. Das war wahnsinnig viel Arbeit für Titec. Schätze ich jetzt mal. Wenn ihr selber schon Level gebaut habt, könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so aufwendig ist, wie es hier aussieht. Weil ich stelle mir es tausendmal aufwendiger vor, als gerade Wände zu ziehen, wie bei Tomb Raider 1 zum Beispiel. Also jetzt nichts gegen Sabathos Arbeit. Der hat sich auch einen Haufen Arbeit mit dem Sabathos Tomb Raider 1 gemacht. Aber ich glaube, in der Zeit, wo der 4 Level aus Tomb Raider 1 Basis gebaut hat, hat man so ein Level hier gebaut vielleicht. Kommt das hin? Ich kann das nicht einschätzen, aber ich stelle mir das vor, dass es nochmal deutlich aufwendiger ist. Dass man statt Sabato für ein Level irgendwie einen Monat oder wieder zwei vielleicht dafür braucht, dass man für so ein Level vielleicht ein halbes Jahr braucht. Weiß ich nicht, vielleicht verschätze ich mich auch total. Je nachdem, wenn man halt auch dran bleibt, ne? Auf jeden Fall kann man hier lang, das ist gut. Das Loch, was ist da unten? Da gehen wir jetzt gerade mal runter, um da zu spekulieren. Aber da müssen wir nicht hin, weil da waren wir schon. Sind wir schon lang gekommen. Jetzt springen wir hier oben weiter. Okay. Ach ja, hier ist eine Stange. Da kommen wir weiter hoch. Aber da müssen wir, glaube ich, erst Spieße entfernen, wenn ich das richtig sehe. Das geht vielleicht dann hier drüben irgendwo. Ah nee, da stirbt man dann einfach. Oder müssen wir über die Spieße drüber springen? Aber wofür wäre dann dieser Gang da? Ah ne, ist er ja nicht. Ach, da hoch müssen wir. Guck mal, da leuchten so rote Lichter irgendwie durch die Scheiben. Vielleicht kommt man da dann langsam nach Avalon. Das ist ja das große Ziel, das wir hier haben. Kann man über die Spieße drüber springen? Geht das? Hier haben wir nicht viel Platz zum Springen, aber die Richtung vielleicht, ne? Oder geht's einfach nach unten? Müssen wir jetzt mal gucken. Ja, wo muss man da jetzt hin, ne? Auf die Seite ist es schwierig, weil da sind nur so Schrägen. Aber vielleicht kann man hier auch so schräg über die Spieße. Ja, das geht doch. Die müssen wir gar nicht entfernen, umso besser.
Okay, jetzt springen wir mal hier auf den Block drauf. Bei der Fackel. Hoffen, dass wir hier hochkommen. Jawohl, sehr schön. Da haben wir uns doch super hier hochgearbeitet. Und das sieht jetzt doch schon so ein bisschen nach Avalon aus, wie ich mir das vorstelle. Mit diesen runden Fensterbögen da. Das liegt vielleicht irgendwie dahinter oder ein Portal dahin. Ich glaube, wir sind nicht mehr weit entfernt von meinem Gefühl. Hier müssen wir noch was machen. Da müssen wir, glaube ich, Ketten hinschieben. Hä? Kann das sein? Probieren wir es mal. Geht das? Und dann müssen wir hier was... Ach, da müssen die Zahnräder rein. Da war ja was. Wir sind ja noch auf der Suche nach Zahnrädern. Das habe ich ja schon ganz vergessen. Vielleicht finden wir hier das nächste Zahnrad noch irgendwo. Wow, das sieht cool aus. Mega. Der Raum hier oben ist echt cool. Und da müssen wir uns eine Brücke schlagen darüber. Und das geht wahrscheinlich erst, wenn wir das zweite Zahnrad haben. Und das organisieren wir uns jetzt mal ganz flink. Frage ist halt, wo? Mal so ein bisschen in die Ecken gucken, ob da noch was rumliegt. Licht anmachen, damit wir nichts übersehen. Jetzt laufen wir über das ganze Level oben drüber. Und mich wundert das, dass dieses Level nicht ruckelt, weil das so extrem groß ist. Und es läuft einwandfrei auf meinem Laptop. Das wundert mich gerade total, weil so große Level und vollgepackte Level meistens ein bisschen haken beim Aufnehmen. Aber das läuft hier überraschend gut. Echt geil. Da hat sogar das verlorene Tal bei Sabathos von Predator 1 mehr gehakt. Das finde ich schon echt interessant, weil das geht ja hier nochmal viel mehr ins Detail, auch texturtechnisch. Von der Auflösung und so. Oder? Liege ich da auch falsch? Ui, das war knapp. Ach, da oben, da ist ein Zahnrad. Guck mal da. Ja, das reißen wir uns doch direkt mal unter den Nagel. Hier sind noch Fledermäuse. Oder nur eine? Eine ist keine. Aber es sind zwei. Da liegt es doch, das Zahnrad. Und die Dinger können wir jetzt einsetzen und dann schlagen wir uns vielleicht die Brücke. Das wäre doch mal ein Ziel, oder? So. Hier hoch. Darüber. Und zurück. Zur Einsatzstelle der Zahnräder. Zur Maschine. Also es ging jetzt doch ganz flink mit dem Zahnrad holen. Das war eigentlich nur so ein Spruch, dass wir das flink holen gehen. Aber das war jetzt wirklich ganz flink. Das war eigentlich easy. Easy going, Leute. Gar kein Problem. Jo. Hier auch die Fenster wieder super schön. Man merkt auch, dass es hier wirklich mal ein Reich war, weil da wirklich sehr viel Architektur auch drin steckt. Also das ist echt ein sehr besonderer Bereich, der einfach mal so nebenbei unter Laras Anwesen schlummert. Schon spannend. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir jetzt die Zahnräder ein und gucken, was da passiert. So zur Brücke. Nummer 1 und Nummer 2. Wow, ist das geil gemacht, ey. Boah, Tytek, du bist so ein Profi. Auch wie sich die Ketten und die Maschinen bewegt haben und dann jetzt eben nochmal der Flow
Über die Brücke, wie die sich da rausgefahren hat. Alter Schwede, ey. Titec, du bist so krass. Echt wahr. Titec hat so unfassbar drauf. So unfassbar. Größter Respekt. Allergrößter Respekt. Jo, dann schauen wir uns mal hier um, ob irgendwo noch in den Ecken was rumliegt, weil ich habe so das Gefühl, wir haben uns soeben vielleicht den Weg nach Avalon geebnet oder zumindest teilweise. Ich spring jetzt nochmal hier drauf, um zu gucken, ob man hier vielleicht noch irgendwie lang kann, weil es kann ja sein, dass da vielleicht noch irgendwie was ist. Dass irgendwo noch was liegt, jawohl, nämlich ein Medipack bei einem Skelett. Aha. Das wollen wir natürlich nicht verpassen. Wer weiß, was hier auch alles noch kommt. Vielleicht brauchen wir die Medipacks auch noch. Weil ich habe auch gar nicht so das Gefühl, dass wir viele haben. Also 6 große, das ist jetzt gar nicht so die Masse. Ist schon gut und wird uns auch reichen. Aber es ist nicht so, dass wir damit irgendwie um uns schmeißen können. So, da gehen wir dann gleich durch. Jetzt will ich nochmal hier gucken. Hier sind schöne blaue Fenster, wo blaues Licht durchflutet. Und da liegt doch auch was. Flimmert sogar so ein bisschen. Weiß nicht, ob das so ein Effekt sein soll. Bin ich jetzt mal sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt. Super spannend. Und das lösen wir direkt jetzt auf. Ich will's wissen. Ihr wollt's auch wissen. Hier ist ein blaues Licht. Da ist ein rotes Licht. Das heißt, es gibt mehrere Wege. Da geht's runter. Ist es cool gemacht. Also wir haben einmal hier einen Gang mit blauen Fackeln. Wir haben drüben einen Gang mit roten Fackeln. Ich weiß noch nicht, wie nah wir jetzt an Avalon ran sind. Aber es sieht so geil aus. Und dann, neben diesen beiden Seitengängen, gibt's diesen großen Hauptkomplex wieder. Da freue ich mich jetzt wahnsinnig drauf, das mit euch zu erforschen. Haben schon mal leicht angespoilert. Gibt einen kleinen Cliffhanger. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter. Also, bis dann. Ciao.